zur nächsten Folge. Station hier, also Vulkan, jawohl. Leute. Ja, herzlich willkommen. Schnapp euch einen Kaffee, alles wird schön. Wir sind jetzt wieder auf Vulkan am Start. Um Essen kümmern wir uns noch nicht. Nö, noch nicht. Wir haben noch 3 Büchsen. So, Luft. 55,6 ist okay. 14,7 nicht okay. Da gucken wir kurz rein. Gut. Ja, ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Die letzten 2 Folgen, die waren ja mega. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. So richtig konzentriert, on point mal die ganze Geschichte gebracht. Und ich will gleich in dieser Folge so weitermachen, denn ich habe mal wieder nur 2 Aufnahmeslots. A 30 Minuten, denn ist Ende im Gelände. Eine Folge, die jetzige Folge, seht ihr sofort. Die andere Folge folgt ja, morgen um 10 oder so. Ja? Also, wollen wir mal gucken, wie das mit dem Hochladen, ob das wieder gut klappt. Ne? Ich meine, die letzten 2 Folgen gab ja Theater. So, Freunde. Wo ist denn hier der Filter? Lass uns mal kurz gucken. Und alles mal hier ein bisschen in Gange bringen. Essen, trinken, extra kauen. So. CO2 wurde noch ausgefiltert. 29,6. Wir könnten noch ein bisschen entfiltern, aber not so viel. Der ist auch fertig mit der Welt. Den können wir gleich im Inventar behalten, tatsächlich. Achso, und den Endfilter haben wir ja hier irgendwo reingedrückt, ne? Da steckt da. Noch ein bisschen N nachfiltern und dann löppt der Lachs. Oh, ich sehe hier gar nichts mehr. So, in der letzten Folge haben wir die Mechanik aufgebaut. Für unsere Wasserproduktion. Dann lass uns mal kurz gucken nach Kommentaren. Kann ich die nämlich gleich direkt lieber antworten. Ich habe nämlich noch nicht geguckt, was in den letzten beiden Folgen abging. So. Ich laufe jetzt dabei runter. Ich schütze schon mal. Wir haben auf jeden Fall einen Kanal mit Bleach. Ja. Jawohl, jawohl. Der Tony ist wieder mit am Stittel. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal zum wieder vorbeikommen. Klasse Folge, echt spannend. Habe ich einen, aber das sieht vom Thumbnail so aus, als ob das. Oh. Ich komme hier nicht rein. Ich gehe mal ganz in die Kommentarregion rein. Da hat jemand angefangen, Vulkan zu gucken. Folge 6. Ja, schön. Geil. Oh Mann, ey. Ja, immer ran hier. Ne? Hast noch 164 Folgen vor dir oder was? Wenn du in Folge 6 bist, was haben wir jetzt? Folge 172 und 173 müssen es sein. Ja gut, alles klar, wunderbar, ja, also ist egal, was ich baue, Hauptsache voran. Das ist die Quintessenz hier, der Jogen hat geschrieben, jo, Feuer, ne, ganz einfach. Es soll ja auch inspirierend sein am Ende des Tages, ne, und wenn euch ihr sagt, ey, Hauptsache, ich kann hier ein bisschen Station jetzt gucken, auch ein bisschen runterkommen und so weiter und so fort. Ja, dann ist das völlig in Ordnung, ne? Keine Frage, die Kamera sieht heute irgendwie so niedrig aus. Tisch zu tief gefahren, oder? Das fühlt sich schon stramm an, der Kollege, ne? Ja, ja, ja. Ist dead. Dagerfahren ist dead. Tropical Lily ist dead. Tropical Lily ist dead. Na gut, dann sind die eben dead. Gut. Ja, so. Jetzt nochmal essen, trinken, extra kauen. Ich wollte das hier noch in den Schredder packen. Hauptsache geht wieder auf die Hütte. Rohre habe ich noch genug da. Wir brauchen vor allem den Gable. Ich habe noch so ein bisschen Gable im Kopf, dass ich noch Kabel brauche. Gucken wir gleich mal, da nicht, da nicht.
Das sind 41 und 10. Passt also nicht zusammen. Jetzt habe ich hier heimlich Ruhe gegrabt. Ja gut, dann müssen wir auf jeden Fall Kabel machen. Machen wir volle 100 und Feuer. Ja, haben wir auch drin. Kabel wird ja im Moment dauern, ne? Kommt da was raus, ne? Ja, gut. Ja. Erstmal anschließen, dann machen wir Way to Go. Wir nehmen den CO2-Filter mit rüber, stopfen das ein bisschen zusammen jetzt hier. Versuchen auch mal alle Rohre in ein Slot zu kommen. So, 7, 19. 20, 20. Ja, haben wir. Check. Das ist alles da. Die Filter können eigentlich ganzheitlich mit rüber tatsächlich. Wir haben hier eigentlich nicht mehr so viel verloren. 10 Kabel sind schon da und dann gehen wir erstmal drüben ein bisschen konzentrierter rein in die ganze Geschichte. Bisschen Luft ein bisschen im Auge behalten. Ja, das Ganze drumherum müssen wir jetzt erstmal ein bisschen abfrühstücken. Essen haben wir genug da. Die Sonne geht gerade auf. So. War ja vorgestern, wo ich die Aufnahme hatte. Gestern konnte ich nichts machen. Es wird auch ein wildes, ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll jetzt. Aufnahmetechnisch. Aber Leute, ich bin ein bisschen motivierter als vor Weihnachten. Das kann ich euch schon mal mitgeben. Bin deutlichst motivierter als vor Weihnachten. Ne, das ist ganz klar so. So, was haben wir denn jetzt hier? Filterschrank. Also, ein 2O-Filter, nochmal ein Pollution-Filter. Boah. Kannst du mal da oben bleiben? Danke. So, ein paar angerissene Filter sind hier am Stirn. Gut. So, jetzt gucken wir mal kurz, was futtern können wir. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier alles nochmal durchgetauscht bekommen. Bevor wir da irgendwie... Gut, passt. Perfekt. So, dann werfen wir mal Milch hier rein. Ist sauber. Ist sauber. Gut, haben wir das abgeschlossen. Wasser gereinigt. Ja, ist so gut. Ist doch super so. Kann das auch quasi beiseite getupft werden. Haben wir sauberes Wasser. So. Ja, das sei ich ja zu selten. Jetzt kurz überlegen. Drüben Kabel holen. Heat Exchanger. Immer die. Ja, es ist. Sind halt zwei Baulager, ne? Das ist halt einfach schwierig. Ja. Electronic Parts, noch so viel dabei, ne? Locker noch so viel dabei, ist halt viel Zeug, was man so
noch hat. Ja, soll mich jetzt erstmal nicht stören. So, Kabel drüben anschließen. Sollte jetzt ein bisschen was da sein. Rohre haben wir durchgetauscht. Wir trinken nochmal einen Schluck und dann kümmern wir uns darum, dass wir ans Netz bekommen. Und irgendein Netz, ist mir scheißegal welches. Meinetwegen auch gerne das braune. Hauptsache, wir haben einen Computer stehen, Freunde. Das ist das A und O. Mal wieder zu, die Commentaries. Ja, die eine Pumpe, ne? Dass die da oben halt umher schwebt. Aber gut. Alles zu seiner Zeit. So. Jetzt geben wir wieder ein bisschen Gas. Ne? Nachdem wir 10 Minuten, ne, 20 Minuten mal wieder reinkommen mussten. Aber wir müssen auch auf die Göbel warten. Geben wir mal wieder ein bisschen Gas. Dass wir von der Folge auch noch was haben, dass wir was wegschaffen. Also, Ziel ist erstmal, wir besorgen uns ein IC. Wir schließen das stromtechnisch an. Wir sorgen dafür, dass ein Computer Zugriff hat. Und verkabelt sein müsste soweit alles. Ne? Und dann vergeben wir Namen. Und dann müssen wir noch den... Achso, den Ellos Versorgus, den haben wir ja schon... Haben wir ja schon ready gemacht, ne? Den Ellos Versorgus. Dann müssen wir zusehen, dass wir noch ein Kabel dazwischen bekommen. Machen wir mal direkt. So, jetzt nehmen wir das Werkzeug mal beiseite. So, wäre nämlich ein Kabel da gewesen, dann wäre das nicht so gegangen. So, jetzt ist der Tank auch dran. Ne? Ist wieder am Untergehen die Sonne? Ja. Gut. Ja, haben wir das. So, alles dran verfiesematuckelt. So, da wollte ich rein. Sieht ja jetzt erstmal gut aus. Ja. Ich bin echt gespannt, wo wir das anschließen wollen, ne? So. Gehen jetzt hier mal so ein bisschen ran an die Buletten. Genau. Ja, eigentlich nicht an die weiße Leitung, wenn es geht. Eigentlich nicht an die weiße Leitung, wenn es geht. Oder doch? Hier hinten hätten wir die grüne Leitung. 5 kW. Hier haben wir die kackbraune Leitung. Die ist eigentlich am überflüssigsten. Sehen wir hier drüben noch, wo die rauskommt? Direkt hier, wo das Rohr rauskommt. Also direkt am weißen. Ich müsste diese Leitung eigentlich draußen noch finden. Könnte ich da anschließen. Wollen wir das mal probieren? Probieren das mal. Natürlich die Farbgebung falsch, aber naja, ein Tod werde ich schon sterben müssen. Hier, irgendwo hängt sie hier. Irgendwie habe ich mich hier vertan.
ist sie doch. Da ist sie doch. So. Dann machen wir hier jetzt, wir machen das offensichtlich. Es ist, denke ich mal, relativ offensichtlich, dass wir hier mit der Braun auf Blau gehen, dass wir das noch mal so ein bisschen im Blick haben. So, und jetzt mein Lieblingswort vergibt Namen. Ich muss mir die vermutlich alle schreiben. Sind uns auch ein bisschen dattelig. Bisschen dattelig, bisschen mattelig. Immer auf den Tacho ein bisschen gucken. Auch, wir haben. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. So. So. Filtration. H2C. Filtration H2C. So. A, 2, D, Ort. VP. A, 2, D, Ort. Das ist ja ein elendig langer Name. Aber der wird ja nur in Settings benutzt. Von der Warte her ist es wieder gerade so noch okay, aber. VPA2D. Aber wir kürzen das alles ab. CTO. So, VPH2DQN. CQN. Dang, insulated big. H2CQN. Tank insulated big H2C cool. So PA H2C Exchanger. So PAH2EXCHANGER. Water. Medium hot. Water. Medium hot. Pressure and valve. Water. Medium hot. Water, medium, hot. So.
Marketing ist irrelevant. So, habe ich. Habe ich. Müsste eigentlich alles einen Namen haben, soweit. Gut. So. Nein, hat nicht. GS. GS. Water out. GS water Atmos. So, so jetzt habe ich aber alles. So. Und jetzt grabbeln wir uns ein IC. Haben einen Haufen Namen. Ja. Und guck mal hier, jetzt kann Luigi mit seinen. Sieht man nicht, ne? Hier sieht man es besser, ne? Der ist unsichtbar. Oh. ja, der ist halt grün. Luigi. Und ja. Sieht man halt nur beim Hintergrund, den man dann auch sehen kann. Also das heißt nur da, wo es hell ist. Schade eigentlich, dass man jetzt hier keine Beleuchtung hat in diesem Gebäude. Ja, das ist halt jetzt wirklich doof. Könnte man damit rumspirenzieren. Na, auf jeden Fall hat er hier so ein Händchen. So, und da kann man ideal. Oh, hier wird die ganzen Namen aufgeschrieben. So. Und da Magneten drin sind, kann er mir die Namen halten. Sieht man gar nicht, wa? Ja. ja. So, da kann sich jetzt hier hinsetzen und jetzt kann ich den Zettel sehen. Einmal frei. Alle Batterien grün. Ja, werden ein bisschen, man merkt schon, dass sie ein bisschen belastet sind. So. Brown. Schalter ist da. Radiatoren sind doof. Der hängt am weißen. Der hängt am gelben. Hier ist alles wieder brown. Hier ist grün. Hier hängt ja gar kein Computer so richtig, ne? Am kackbraunen System. Ist natürlich. Shit. Was ist hier eigentlich drin? Ach du ahnst es nicht. Hab ich auch noch Schränke voll. Ja. Also so ein richtig geiler Computer und Brown hängt nicht so mäßig. Na gut. Wir holen uns eben von drüben einen PC. La Pesetta, Jawolski. So, und dann fangen wir schon mal an, das Brunnenprogramm noch einzutippern. Wir haben ja noch 7 Minuten, also mehr als genug Zeit, dort mit den Basics wieder zu beginnen. Ne? Und dann starren wir. Wir starren. So, Kit Computer. Wir gehen kurz gucken. Haben wir nicht irgendwo hier noch etwas Computeriges? Akkit Computer. Seht ihr. Den schon mal gespart. Lach hier irgendwo. Da irgendwo hatte ich doch. Genau. Rocket Control Motherboard. Ja, ja, was ist da drin jetzt? IC Editor. Ah, wir lassen es mal so. Wir holen einen neuen Editor. Ein. Mhm.
Danke. So, ich stelle das deswegen auch noch eins auf, wenn der eine durchgelaufen ist, weil ich A, erstmal die Taste anpeilen muss. Adler-Such-Taktik. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, er wirft ihn mir gleich aus. So spare ich mir den Stacker manuell auszuwerfen. So. So. So, jetzt gucken wir mal. Wen haben wir denn alles hier? Wir haben den AC Radiator. Wir haben den H2C, den H2 Combustor und wir haben den Defiltration H2C. Das bedeutet im Klartext. Oh, ich habe noch Zeit bekommen. Aber wir machen es wie geplant, weil dann kann ich muss ja auch noch hochladen alles. Das ist eine gute Idee. Kann ich Abendbrot essen? Ja, seht ihr, das läuft. Die brauche ich keinen IC dazu. Ich kann den H2C dazu nehmen, dass der H2C die Base ist. Wir programmieren sowieso alles im Speich mir 50 Watt. Der H2C muss sowieso laufen. Dann werde ich mal den Radiator erstmal überspielen. Radiator. Export. So, der ist jetzt erstmal nagisch. So. Dann werden wir den abbauen. So, und dann werden wir noch, wir könnten noch Göbel ernten. Ah, wir können das alles irgendwie schrittweise zurückbauen oder was. Mal gucken, wie wir das lösen. Ich bin mir auch noch uneins, ehrlich gesagt. Bin mir auch noch nicht sicher. Naja, gut, aber wir nehmen auf jeden Fall den H2C. So, in dem H2C, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch für einen ollen, dusseligen Code drin haben. 0. Da packen wir den mit rein. So, dann gehen wir jetzt los. Jetzt Stürme. Oh Mann. Müssen wir jetzt aber durch. Weil wir müssen dort im H2C den wieder einsetzen. So, und das war's. Haben wir den da schon mal drin. Und dann gehen wir los. Und verfiese mal tuckeln da schon mal einen Namen rein. Können wir hier in Ruhe edit. So, Standardprozedur. Alias. Müssen wir mal Luigi ein bisschen mehr im Weg stellen. Luigi, wo stelle ich dich hin? H2C tatsächlich. Alias. Filtration Alias Volume Pump Alias
Tank Intellect Big. Alias Pipe Analyzer. Alias Pressure and Valve. Alias Gas Sensor. So, diese Sachen. Gas Sensor. Die suchen wir jetzt erstmal raus. Hash. Volume Pump. So. Hash. Volume Pump. Was haben wir noch? Combustor. Ash. Filtration. So, structure filtration. So, Ash. So. Insulate that big in a structure tank. So, hash. So. So, pipe analyzer. Ash. So, und Pressure and Valve. Pressure and Valve. Ash. So, haben wir das alles. Check, the basics. So, was für Variablen haben wir? T-Out. Temperature out. So, was Alias Pressure Water Medium Hot. Temperature Water Medium Hot. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch Alias Temperature Coolant Temperature coolant. Pressure. Temperature. Heat. Pressure, coolant, pressure, tank, coolant. Was haben wir noch? So, den.
Wir haben Pressure 7 oder 5. Wissen Sie noch? Temperatur ist egal. Vom Coolant Tank. Pipe Analyzer. A2CE. A2CE ist ja die Temperatur, nach der wir regeln. Temperature Exchanger. So. Dann haben wir noch Alias. Ah ne, die Temperature Water Medium Hot haben wir schon. Ja, dann haben wir eigentlich alles. Es müsste eigentlich alles sein. Wenn man danach bauen, dann ist es so. Guti, Leute, wir sind ein bisschen außer Kurs, aber da ich Zeit bekommen habe, ist es jetzt nicht so dramatisch. Stelle ich jetzt die Folge gleich zum Rendern an. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, während wir in der nächsten Folge nur vor diesem blauen Fenster hocken. Mit ein bisschen Glück reicht die halbe Stunde, um das Programm aus meinem Gehirn da rein zu rattern und in Betrieb zu nehmen. Also, Daumen hoch, den nicht vergessen. Tschüssi, Freunde. Bis zur nächsten Folge. Also, bis morgen.